Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Spotting Day hier live aus Dortmund Hauptbahnhof. Und ja, ihr werdet heute hoffentlich ein wenig Material sehen. Ich hoffe, ich werde viel einfangen und ja, schauen wir mal, was mir so vor die Kamera fährt. Und ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dem Video. Habt Spaß, ich melde mich am Ende nochmal. Bis dahin, viel Spaß. Ja, da seht ihr den ICE3, der mich hergebracht hat. Nun bin ich auch endlich mit ICE3 gefahren. Nun habe ich alle ICE-Varianten durchgefahren und ja, ich bin stolz drauf. Endlich habe ich es hinter mir und da seht ihr noch einen Bauzug mit einem Bagger drauf und ja, ich hoffe, dass hier noch einiges einfährt. Im Moment ist hier ein bisschen wenig los, aber ich denke, das wird sich ändern und schauen wir mal, was noch so kommt. Dort vorne seht ihr noch, ich mache es mal ein bisschen größer, eine V60 403. Eine wunderschöne Diesel-Lok, abgestellt und ich finde sie wunderschön, auch eine schöne Farbe und das Wetter ist wieder mal einmalig, nachdem es heute Morgen doch noch gar nicht so danach aussah, dass es wirklich schön wird, aber es ist sehr, sehr angenehm und ja, ich hoffe, so bleibt es und ja, ich als Schalker in Dortmund, aber naja, fürs Spotten mache ich auch das. Übrigens, der ICE3 wird jetzt hier in Dortmund, hat er seine Endstation, wird jetzt wieder zurückfahren über Essen Hauptbahnhof nach Karlsruhe und ja, es ist der ICE 1012 auf Gleis 11 und er wird jetzt nach einem kurzen Aufenthalt wieder wenden und dann zurückfahren und ja, wie gesagt, ich bin endlich mit dem ICE3 gefahren und bin stolz darauf, dass ich das auch endlich erledigt habe. Nebendran fällt noch ein RRX ab, den ihr jetzt gerade nicht sehen könnt, aber vielleicht hört ihr ihn und ja, ich schau mal, was hier noch so reinfährt. Information zu RE. ICE3, würde ich sagen, stellt sich jetzt in die Abstellung. ICE 1012. Der EE6 nach Köln Hauptbahnhof. Information zu Abfahrt 12:17 Uhr. Heute circa 20. Da kommt der soeben gewendete ICE 1012 wieder in den Dortmunder Hauptbahnhof eingefahren.
Der E6 nach Köln hat Ausfahrt. Information zu RE1 nach Hamm-Westfalen über Dortmund-Kohl. Abfahrt 12.17 Uhr. Heute circa 20 Minuten später. Informationsflug 2049 nach Dresden über Hamm-Bielefeld-Hannover ab Platz 12.25 heute vom Gleis 11 IC 2049 nach Dresden Hauptbahnhof über Hamm Hauptbahnhof hat Ausfahrt. ICE hat Einfahrt. Ein ICE2. Dort drüben eine Baureihe 111 mit einem Fußball-Sonderzug, würde ich jetzt mal ganz stark annehmen. Ich hoffe, er fährt gleich in die Richtung weiter, dann können wir ihn noch in voller Pracht genießen. Nein, leider nicht, er hat gerade Schlussleuchten angeschaltet und wird sich dann gleich wahrscheinlich rückwärts in Fahrt in Bewegung setzen, das heißt Steuerbank voraus. Schade eigentlich, aber naja, vielleicht, zumindest könnt ihr die 111 sehen. Noch nur ein bisschen gezoomt, aber näher komme ich leider nicht ran. Ja, sie hat auch bereits die Stromabnehmer gewechselt, hat jetzt gerade beide oben und ihr seht, könnt es vielleicht sehen und wird jetzt wahrscheinlich gleich den hinteren senken. Und wird sich dann gleich die Steuerbank voraus in Fahrtrichtung in der Bewegung setzen. Sorry, dass ich so ein bisschen wackel, aber das ist gezoomt und das ist ja nicht so einfach. Ja, er wird gesenkt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich hoffe. Leider gibt es hier immer wieder Leute, die über den weißen Strich auf dem Bahnsteig stehen und ziemlich nah an der Kante. Und deswegen gibt es hier immer wieder ein schönes... Dort vorne kommt der Flixtrain. Weiß nicht, ob ihr ihn schon sehen könnt. Wird jetzt gleich ins Bild fahren. Gerade eingefahren. Der RE1 nach Hamm Hauptbahnhof.
So, damit der Bahnhof hier leider immer voller wird und es auch zu warm wird, würde ich sagen, ich beende das Video hier und wünsche euch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Samstag. Sage ciao, servus und tschüss. Euer Detlef Spieters, hier live aus Dortmund Hauptbahnhof. Habt eine schöne Zeit, passt auf euch auf. Bleibt mir treu, bleibt gesund. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer Detlef Spieters, ciao, servus und tschüss.